Halli Galli, ihr Meerschweinchen. Ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Habt ihr immer einen Beklatsch? So, für alle, die es nicht wissen, über was ich mich aufreg. Ich habe vor ungefähr ein, zwei Stunden ein Video aufgenommen, das hieß Suizid, Selbstmord. In diesem Video rede ich über das Thema Selbstmord. Ich erwähne nebenbei, dass es mir in letzter Zeit etwas durch den Kopf geht, dass es für mich eventuell ein Thema sein könnte, ja, ich es aber nicht tun werde. Das habe ich wirklich in dem Video gesagt, mehrfach. Ja, ich nicht tun werde, es nicht aktuell ist. Ich halte in meinem Kopf gewisse Gedanken gehabt manchmal. Und ja, schade. Das Video war jetzt vielleicht ein, zwei Stunden an. Ja, ich habe mich schon abgelegt, ich habe rund gepennt. Ja, ich mache wieder auf, gehe mein PC, lese mal E-Mails. Und das erste, wo ich gelesen habe von YouTube: Brauchst du Hilfe? Du bist nicht allein. Ich so, hä? Mach das Ding auf. Leute aus deiner Community machen sich so, ey, seid ihr so dumm oder was? Dass man jetzt im Monat über ein Thema rette, wo es um Tod geht, ohne dass ihr oder einer von euch da rumspinnt? Entschuldigung, was soll die Scheiße? Genau sowas brauche ich nicht. Genau sowas brauche ich nicht. Ja? Selbst wenn ich vorkratze, genau so einen Scheiß brauche ich nicht. Haltet mich doch noch davor ab, eine Warnung zu finden. Wollt ihr nicht die Weißkittel vorbeischicken? Wollt ihr das nicht machen? Die Weißkittel vorbeischicken, dass ich mich noch schon ein paar Tage in die Klappe stecke und ich mich nicht um Warnung kümmern kann, weil ich ja so suizidal bin? Nicht. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Das habe ich mehrfach in dem Video gesagt. Hey, Leute, ich werde wahrscheinlich nie rausfinden, wer das war. Aber wenn ich es jemals rausfinde, ja, und da ist mir scheißegal, wie gut ich mich mit der Person vielleicht verstehe, die Person wird dann geblockt. Ja, ich werde es nie rausfinden, wahrscheinlich. Aber ey, so bescheuert kann man doch nicht sein. Ich kenne so Begriffe wie homophob oder sonst irgendwelche Phobie. Habt ihr alle eine Todesphobie oder was? Ich hör mich sowieso am Todeskult in Deutschland irgendwie, ne, nicht irgendwie, wo Satanisten oder sowas im Kreis hocke und schwarze Ketten. Ne, ich mein Tod einfach, dass man Tod einfach nur als was Natürliches akzeptiert, ja. Also man hat wie blöd versucht, vor allem bei anderen, das Liebe zu verlängern und sich ans Liebe klammern. Und man muss doch lieben, lieben. Mein Gott, mein, ich tot jetzt zum Leben wie jeder einzelne verfickte Atemzug. Ja? Aber zu dafür, dass ich wirklich in dem Video mehrfach gesagt habe, dass ich davon aktuell nicht betroffen bin. Dass ich halt mal Gedanken gemacht. Dass, ja, okay. Und? Muss das sein? Ich habe das Video rausgenommen. Kann sich keiner mehr angucken? Ich habe es auch von Facebook rausgenommen, weil ich da in letzter Zeit immer meine Videos poste. Und ich bin stinksauer. Ey, was für eine Scheiße. Ja? Ich versuche die Gedanken loszuwerden. Versuche das in meinem Video zu verarbeiten. Ja? Dass es irgendwie aus meinem Kopf rausgeht, denn es ist gerade noch mehr drin. Weil irgendein verficktes Arschloch von euch mir unterstellt, dass ich hier... Toller Quatsch. Ehrlich, das habe ich in dem Video aber auch gesagt. Ich sage es nur denen, die das Video nicht geguckt haben. Das Video war, wie gesagt, nur ein, zwei Stunden an. Es hat gerade mal 13 Aufrufe gehabt. Was für ein, zwei Stunden gar nicht schlecht ist bei mir. Aber ich meine, der Großteil von euch kennt dieses Video einfach nicht. Ja, und für die, die es eben nicht wissen, dass ihr wisst, was ich mir aufregt. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Video, das ich sowieso machen wollte, das allerdings bombemäßig jetzt hier passt. Und zwar geht es hier um Helfer-Syndrom. Ich war vor ein paar Tagen einkaufen. Ja? In einem Laden bei mir in der Nähe, weil ich Pfand abgegeben habe. Das ist mir im Bus, wenn ich da mit 420 Liter Säcken Pfandflaschen da, ist immer das mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bin zu blöd. Und auf dem Rückweg mobst du dann immer sozusagen der Woge. Also ich springe dann auch wieder zurück, aber
ja, dass ich halt bequemer heim, ist ein Stück zu laufen und nicht mit meiner Verletzung. Das dauert. Und es war scheiß heiß. Ja? Ich hätte es gar nicht gedacht, dass es noch so heiß ist. Ich bin extra oben. Normal gehe ich bei so Wetter, wie zur Zeit Gott sei Dank nicht ist, aber vor ein paar Tagen war, gehe ich da ganz früh morgens, aber da war ich einfach ganz früh morgens nicht in der Lage und ich wollte aber unbedingt einkaufen, also habe halt Zeit gebraucht. Und habe das halt dann durchgezogen. Es war abends um 6:30, aber es war immer noch scheiß heiß. Ja? Anyway. Ich war, nachdem ich dort war, dort hingegangen bin. Ich war so am Arsch, ich habe meine Pfandflasche in die, ich habe was getrunken, habe meine Pfandflasche in der Automat gesteckt, war ich aber beschäftigt bei ca. 160 Flaschen, die eben reingehen in so 420 Liter Säcke. Ich war so am Arsch, anschließend habe ich mich erstmal eine Runde hingesetzt. Gut, da ist jetzt nicht direkt was zum Hinsetzen, aber es gibt so sowas wie, ich habe mich auf Salz geguckt, ja. Macht ja nichts, geht ja nicht kaputt. Und ich wollte da keine Salz kaufen. Ist ja egal. Selbst wenn, ich war nicht auf alle geguckt. Anyway, darum geht jetzt nicht. Ich weiß, ich war total am Arsch, ja. Ich habe dann mal einen Einkauf gemacht. Und dann mit Wagen, weil ich einfach besser laufen konnte, das ist so Rollator-Effekt sozusagen, ja. So besonders. Da ist der Eikastwoge. praktischer, weil Basthaltigkeit ist neu und ich habe auch keinen Rollator, ich will auch keinen Rollator, ich habe meine Gründe. Rollatoren finde ich unpraktisch. Egal. Jedenfalls bin ich dann im Einkaufswagen heim, beziehungsweise irgendwo zwischen dem Laden und bei mir. Da ist so ein Ding, so mit Treppen, ja. Da habe ich mich hingesetzt. Hab dann gemerkt, mein Kreislauf war mal, ich vertrage die Hitze nicht. Da gibt es ein Video von mir drüber. Summer Challenge. Fail, könnt ihr euch auch googeln. Die, was nicht kennen, dann wisst ihr, wie ich auf Sommer, Hitze, Wärme, Helligkeit, bla, hell, was, mir egal, zu sprechen bin. Ne? Ich habe mich einfach so hingesetzt und habe ich gemerkt, Alter, irgendwie so erhole ich mich nicht. Ich leg mich hin. Ja, ich habe also meinen Rucksack genommen, der war so ein bisschen noch leer, weil es die ganze Zeit war ja noch um Einkaufswagen. Hab meinen Rucksack auf die unnaschte Treppe gepackt und hab mich da hingelegt und hab mich mit der anderen Hand, weil ich wusste, ich bin weg, ja, so mit meinem Einkaufswagen so festgekrallt, weil ich ja wusste, also ich war für 85 Euro Einkaufe, ja, kein Bock aufzuwachen und das Zeug ist weg, ja, ist klar. Jo. Es war gar nicht das Problem, dass jemand versucht hat, mir das zu klauen oder so. Ist nur das früher oder später. Hallo? Alles gut? Ich bin hier am Pennen, Mann. Lass mich in Ruhe. Brauchst du Krankenwagen? Nein, brauche ich nicht. Ja. Aber kriege ich mit, wie der Typ doch einen Krankenwagen hat. Ich aufgestanden wie der Blitz. Den Typ aufs Übelste zusammengeschissen, wirklich hab, und ja, Chris, ich hab das wirklich gesagt, dass diesem scheiß verfickten Flachwichser einfällt, ja, dass dieses dappische Arschloch das gefällig zu lassen hat. Und das ist noch harmlos im Vergleich zu was ich gesagt habe. Und selbiges, was ich eben gerade gilt, auch für diesen Typen, der dieses andere Video gemeldet hat. Mir scheißegal wer, mir scheißegal, wie sehr ich die Person eigentlich mag, kriege ich raus, wenn es ist, wenn die Person geblockt endet. Und zwar überall. Anyway. Ja? Ich natürlich abgehauen, aufgestanden sozusagen wie der Blitz, ja? Was gar nicht gut war für meinen Kreislauf, mir ging es beschissener wie vorher. Ja? Mir ging's beschissener wie vorher. Ich hab den Typen wirklich aufs Übelste zusammengeschissen. Am liebsten hätte ich ihn gebascht. Aber da mache ich mich dann wieder strafbar, ja. Und bin abgehauen. Das heißt, ich bin dann für 300 Meter weitergelaufen und dann habe ich was gemacht. Das muss ich hoffentlich nie wieder in meinem Leben tun. Nie wieder.
Also ich war dann in einer Straße, wo wirklich nichts los ist. Ich wohne hier in der Pampa, wo wirklich nichts los ist. Da stehen so LKWs rum und ich habe mich hinter so einem LKW ohne Anhänger, habe ich mich dann gelegt. Ich lag sozusagen wirklich auf der Straße, am Straßenrand, habe mich wieder so an meinen Einkaufsbogen so versteckt, weil irgendwann fuhren dann doch in recht kurzem Abstand 3 Autos vorbei. Ich habe mir gedacht, gut, gehe ich wieder, aber diesmal langsam, um nicht wieder kreislauftechnisch völlig zusammenzubrechen, ja, bin ich langsam aufgestanden und bin dann gegangen. Ja, und ich frage mich nur immer, der Typ hat noch, den ich da zusammengeschissen habe, gesagt, wollte nur helfen. Ey, Leute, und das gilt auch wieder für den, der hier dieses Video gemeldet hat, das ich da vorhin aufgenommen habe. Wo war das Hilfe? Ich liege friedlich an einer Treppe, um mich zu erholen, ja? Nichts weiter, nur um mich zu erholen. Ich habe in klarem Deutsch gesagt, nein, ich brauche keinen Krankenwagen. Ich habe weder gelacht, noch war ich besoffen, ich trinke keinen Alkohol, ja, noch sonst. Ich habe ganz klar gesagt, nein, brauche ich nicht. So wie ich in einem Video gesagt habe, ganz klar, ja, dass ich mir nichts mache. Ja, wir wollten nur helfen, ja, wo ist das Hilfe? Alles, was der Typ im Prinzip gemacht hat, war mich vor meinem Platz zu verjagen, wo ich es mir gemütlich gemacht habe, wo ich mich etwas erholen wollte. Ja, alles, was der Typ weitergemacht hat, war mir einen Kreislaufkollaps zu verschaffen und dass ich im Prinzip auf der Straße gelegen war. Aber es ist ja auch so eine tolle Hilfe. Ja, was er weiterhin noch eventuell hätte tun können, wenn ich denn nicht abgehauen war, wäre mir eine fette Krankenhausrechnung. Also Rechnung für Krankenwagen, den ich noch nicht mal in Anspruch genommen hätte, weil auch absolut unnötig, ja. Das hätte er getan. Auch tolle Hilfe, echt. Ihr wisst jetzt, warum ich bei den meisten Leuten auf Hilfe scheiße. Ja, wisst ihr das jetzt? Ja, und so ist der Typ mit dem, ich hätte gerade Lust, in mein Bildschirm neu zu schlagen, wenn ich genau wüsste, dass es bei der Person, die dieses Video gemeldet hat, wieder rauskommt. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Muss man erstmal sein. Ja? Vielleicht hat die Person Eier und meldet sich bei mir. Ich kann der Person nichts tun. Ich kann es nicht. Weder weiß ich, wo ihr wohnt, noch würde ich bei euch einlaufen, wenn ich es weiß. Ja? Noch habt ihr euch strafbar gemacht. Ja doch, ich will die Person blocken. Ich will die Person blocken. Ne, okay. Okay. Melde dich bis heute Abend freiwillig bei mir und ich block dich vielleicht nicht. Ja? Ich bin nur wissen, wer von euch so dumm ist. Wahrscheinlich das Video gar nicht ganz geguckt. Der hat das Wort Selbstmord benutzt. Der bringt sich um, ich will das mal. Oh. Ey, so dumm muss man erstmal sein. Anyway, ich reg mich nur auf. Ich reg mich nur auf. Ja, so wie bei den Typen, der Krankenwagen geholt hat. Ja? Ich bin dann also aufgestanden von hinter dem LKW. Ich will nie wieder auf die Straße gehen. Nie wieder. Ich weiß, dass da nichts los war. Es ging mir nicht darum, dass ich Schiss hatte, irgendwie überfahren. Das wäre gar nicht gegangen. Ich war egal, wie LKW, ja. Es wäre der Auto so keiner wie gekommen, aber es ist einfach nicht originell wirklich so ganz ohne Bank oder ohne Treppe auf der Straße zu liegen. Das ist wirklich nicht angenehm. Also ich fand es zumindest nicht angenehm und ich hoffe, ich muss das nie wieder tun. Anyway, ja, vielleicht war es mal Dante, die das Video gemeldet hat. Auf die habe ich sowieso einen Akkus. Ja, Uschi, dich meine ich. Wahrscheinlich hast du nicht geguckt. Entschuldigung, ich muss mich jetzt kurz an meine Dante wenden. Ja, wahrscheinlich hast du dieses Video, das ich mittlerweile runtergenommen habe, wo es um Suizid ging, nicht gesehen. Warum ich dich jetzt hier erwähne, ist nicht. Wenn ich mit dir was zu regeln habe, regel ich das mit dir. Ja? Und da rufe ich nicht sonst irgendjemand an. Ja? Dann habe ich dir eine Mail geschickt, mit der du irgendwie ein Problem hast. Ich habe keine Ahnung warum. Und seit Wochen, beziehungsweise vor Wochen, ja, meiner Schwester kannst du sagen, und von lieber ich auch noch was erzähle, ja, darauf hatte ich bis heute, ja, mach's doch, bitte, ich warte, ja, ich hätte mich bestimmt schon längst mal wieder bei dir gemeldet, aber nein, du bist jetzt dran. Ich rufe dich gerne zurück,
Ich hab auch einen Flat, scheißegal. Aber du hast dich jetzt bei mir zu melden. Und dann können wir was regeln. Ja? Man kann das gerne regeln. Ich verstehe zwar nicht, was dein Problem ist, aber bitte sag mal das. Ich bin offen. Ja? Aber du bist dran, dich jetzt zu melden. Und wenn du dich nicht meldest, melde ich mich auch nicht mehr. Dann ist der Fall erledigt. Mir ist es... Ich mag dich, verstehe mich nicht falsch. Ich mag dich. Aber das ist die letzte zwei... Einmal rechtlich über mir, über E-Mail auf, die ich dir schicke, obwohl ich da eigentlich nur einen Gefallen drüber wollte, indem ich dir das Till Schweiger mit dir schicke. Das andere Mal rechtlich auf, wie ich dann nur über ISIS und IS und Pegida und sowas schimpfen kann, weil das ja angeblich so gefährlich ist. Wenn du Probleme mit mir hast, oder mit irgendwas, was ich tue, dann rede mit mir. Ja, und nicht mit irgendjemand. Egal, anyway. Sorry, ich muss mich jetzt kurz an meine Tante wenden. Jetzt geht's hier weiter. Ich bin also von hinter dem LKW aufgestanden und habe mich dann wirklich auf meinen Weg gemacht. Dann ist wieder was Schönes passiert. Da habe ich nämlich mit fünf Jungs getroffen, die mir mein komplettes Zeug hochgetragen haben. Ja, ich wohne im dritten Stock ohne Fahrstuhl, grundsätzlich kein Problem. Ich könnte im fünften Stock wohnen, wäre auch kein Problem. Aber... Wenn du sowieso am Arsch bist, und dann erholst du dich nicht, indem du Zeugtreppen hochschleppst. Also, versteht ihr mich? Du bist echt fertig. Ja? Und das war cool. Das war echt cool. Ja? Also von daher, auf der einen Seite Hilfe, ja, so wie, hallo? Alles okay? Ja? Hallo, alles okay, ist ja noch in Ordnung, aber dann Krankenwürge zu holen. Wo ich ausdrücklichst betone, dass ich keinen brauche. Das ist daneben. Ja? Aber Hilfe, wo sie angebracht ist, wo sie auch erwünscht ist, wie die Jungs, die mir mein Zeug hochgetragen haben. Ey Leute, danke. Ehrlich. Groß an euch, ihr werdet das Video nicht sehen, aber es ist ja egal. Trotzdem, danke. Ja? Und mein letztes Wort möchte ich wie mein Arschgewetter in diesem Video an diesen Wichser richten, der dieses Video gemeldet hat, ja? Mit der ganz klaren Botschaft an dich. Fick dich. Es gab keinen Grund. Jetzt sage ich nochmal Tschüss und bis dann.